Moin, moin, liebe Leute. Ja, sind wir doch positiv in den Monat gestartet. Auch mal ganz schön, weil dann kann ich mir solche Erklärungen wie Bierhoff zum Beispiel gestern sparen. Auch mal was Schönes. Ja, bevor ich dazu komme, die Übertore-Challenge ist natürlich auch schon veröffentlicht und hier oben in der Infokarte zu finden, wer da noch gerne mitmachen will, bitte. Gut, die Bundesliga-Tipps ebenfalls online, auch hier oben zu finden. Alles klar, das die ersten Hinweise. Wir blicken zurück in der Champions League. Hatten wir eine Systemwette in 7 Reihen und 3 Spieler ausgesucht. Atalanta, Midtjylland, wollten wir den Handicap-Sieg zur Halbzeit von Atalanta. Das war sogar ein 0 zu 1. Atalanta wirklich mit Kopfproblemen. Ja, ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt in Udine schlagen. Lass aber natürlich die Finger davon. Dann hatten wir Tor Joao Felix gegen die Bayern. War relativ zügig drin. Und dann hier der Martin, Braithwaite. Ja, schönen Gruß an der Pate. Ja, Braithwaite. Eigentlich logischerweise. Ja, der hat auf jeden Fall auch getroffen, deswegen 2 Reihen drin. Schöner Gewinn, 1,7er Quote um den Dreh. Dann hatten wir noch Gladbach gegen Inter, das X2 und am Donnerstag Roter Stern Belgrad gegen Hoffenheim, das 1x. Beides war drin und ja, wir müssen uns beim Belgrader Torwart bedanken. Der war wirklich auf Zack, Man of the Match. Hoffenheim schon die bessere Mannschaft. Fand da die Belgrader ein wenig schüchtern, sehr ungewöhnlich. Aber gut, also die TSG 0-0 gespielt. Für uns war das der Zettel drin. Dann hatten wir gestern die Hertha gegen Union. Wollten wir über 2,5 Tore im Spiel. Hat funktioniert, wissen wir ja alle. 3 zu 1 der Endstand. Lassen wir mal so kurz und knapp stehen. Das heißt, der Dezember startet mit plus 92,33%. 3 Zettel sind grün abgeschlossen. Wunderbar, so darf es gerne weitergehen. Bevor wir in die Tipps gehen, kurz der Hinweis: In der Beschreibung findet ihr Neobet. Das ist ein Bookie aus Dortmund, der hat ein Top-Bonusprogramm. Da seid ihr in guten Händen, 200% fürs kleine Portemonnaie gut spielbar. Ja, weil gibt es bis zu 50 Euro und dann den Profi-Bonus 100% auf bis zu 150 Euro. Checkt da gerne mal ein und ihr könnt auch gerne mal ganz in Ruhe reinschnuppern mit unserem 5-Euro-Gratis-Bonuscode. Den findet ihr auch da unten in der Beschreibung. Ja, schaut euch das Programm an. Zweierkombis, steuerfrei und so weiter. Kann man, glaube ich, ganz gut den Bonus rocken. Zudem Fanteam auch in der Beschreibung zu finden. Ich bin nächste Woche wieder dabei bei den Champions League-Turnieren. Schnuppert da mal rein. Premier League kann man auch was spielen. Ja, interessantes Programm. Gibt es auch erstmal ein Ticket for free und dann könnt ihr mal reinschnuppern. Euch ein Bild davon machen. Gut, wir gehen in die Wetten. Und wir starten erneut eine Systemwette mit Torschützen komplett aus der Bundesliga. Beginnen dafür um 15:30 Uhr mit Mateta, wo wir denken, der trifft. In Bielefeld letztes Wochenende nur den Pfosten getroffen, ist aber der Zielspieler für den FSV gerade in Kontersituationen. Und ich glaube, der wird gegen Bielefeld treffen. Amos Pieper fehlt zudem. Auch der Arminia, deswegen ja, umstrukturierte Abwehr. Sie werden auf jeden Fall, ja, ich glaube, Mainz wird es gewinnen, aber Mateta, das ist wichtig, der ja, schießt ein Türchen. Dann um 15:30 Uhr ebenfalls, sagen wir, André Silva trifft. Ja, der ist einfach in einer super Form. Top-Trefferquote, sicherer Elverschütze und Dortmund hat ebenso Abwehrprobleme bzw. Umstrukturierungen dort. Ich sehe Frankfurt auch im Vorteil. Hab aber ein bisschen Angst, die 1x zu nehmen wegen diesem Moukoko. Ich glaube, wenn der da reinkommt, der kann wirklich der Eintracht-Abwehr schon Probleme bereiten. Der ist quirlig, der ist frisch, der hat mir auch gegen Köln in ein paar Aktionen gut gefallen. Der ist unbekümmert. Deswegen gehen wir mal auf André Silva, weil ich denke ja auch, da fallen Tore und 2,7 finde ich top für seine Trefferquote. Gut, dann packen wir noch dazu morgen den Bailey auf Schalke. Er hat schon mal auf Schalke getroffen, das ist nicht das Problem. Wurde auch erst zur Halbzeit gebracht in Nizza, also der ist taufrisch, wird beginnen und 3,20 finden wir da richtig gut. Der ist auch der Zielspieler in Umschaltsituationen. Und wir wissen ja, die Schalker, die bringen alle nach vorne bei den Ecken, die großen Abwehrspieler.
Und da gibt es Möglichkeiten für Bailey. Ich glaube, die Bayern können sich auch da an ein paar Situationen noch erinnern. Ist eine Weile her. Ja, Flicks erste Niederlage, wenn ich nicht irre. Gut, das unsere Systemwette wieder in 7 rein. Das heißt, trifft nur einer dieser 3 Torschützen, dann haben wir zumindest einen kleinen Betrag zurück. Also knapp die Hälfte irgendwo um den Dreh. Gut, dann gehen wir heute Abend natürlich auch eine Wette ein zum Topspiel. Die Bayern empfangen RB Leipzig. Wir gehen auf die 1 für eine 1,55. Die Quote hat sich verbessert im Vergleich zur Woche 1,45. Die hätten wir jetzt nicht unbedingt gespielt. Den Heimsieg für 1,55 nehmen wir mit, weil wir denken, RB Leipzig ist mit der Champions League beschäftigt, musste auch mehr Kraft, war auf jeden Fall intensiver das Spiel in Istanbul als das, was die Bayern bei Atletico gemacht haben. A la Bonheur, dass die da ein 1-1 noch geholt haben, Müller sei Dank. Und haben halt viele Leute zu Hause gelassen, die Bayern. Zudem haben sie das letzte Heimspiel schon 1-1 gegen Bremen gespielt. Ich glaube, die peilen klipp und klar den Sieg an. Hätte Tolisso gespielt für Martinez, dann wäre ich wahrscheinlich sogar aufs Handicap gegangen. Gibt's für eine 2,30. Ich schätze Leipzig nicht komplett chancenlos ein, aber dennoch, die Bayern werden da ein Statement setzen. Sie haben alle, die haben das Fundament komplett dafür geschaffen und ich denke 2-0, 3-1 wird das Endergebnis sein. Also, die Bayern werden es gewinnen. Und dann gehen wir morgen in eine Zweierkombi und zwar um 15 Uhr startet die Partie Roma gegen Sassuolo. Nehme ich das über 2,5 Tore für 1,40. Pack dazu Anstoß 15.15 Uhr. Sheffield gegen Leicester, Head-to-Head auf die 2 und da kriegen wir einen schicken Doppler für. Gut, warum das Übertore? Ja. Roma, Sassuolo, ich denke, da fallen auf jeden Fall mindestens 3 Tore, wahrscheinlich sogar wesentlich mehr. Ich riskiere da aber nicht zu viel. Ich weiß nicht, Caputo ist jetzt immer noch fraglich. Würde der spielen, also spielt der morgen, kann man auf jeden Fall auch riskieren über 1,5 Teamtore für den Gast. Das ist momentan eine 2-4-0. Ja, aber da ich das mit Caputo nicht weiß, lasse ich erstmal so die Finger davon. Aber 3 Tore wird es in dem Spiel geben. Leicester beim Lieblingsgegner Sheffield. Sehr gute Head-to-Head-Bilanz und ich glaube, sie werden es auch da ziehen. Zuletzt 2 Niederlagen in der Liga, eine Niederlage in der Euroleague. Aber gut, das war einkalkuliert, man war eh schon qualifiziert. Vardy hat man da zu Hause gelassen, der ist taufrisch auch erholt. Und auch diverse andere, Madison auch erst spät eingewechselt und so weiter. Man ist fokussiert auf dieses Spiel und deswegen wird man da definitiv nicht verlieren, sondern eher gewinnen. Also wir denken, Sheffield hat mega Probleme, sind Tabellenletzter auch, riesen Negativserie und jetzt kommt der Gegner, den man nicht wirklich gerne bei sich hat, weil ich glaube die letzten 5 Spiele allesamt verloren gegen Leicester. Gut, finden wir auf jeden Fall einen guten Pick. Haben wir morgen Nachmittag 2 Partien zum Beobachten. Gut, das war's mit unseren Tipps. Und könnt auch gerne eure hier unten in die Kommentarfelder reinballern. Und lasst gerne ein Däumchen hier, abonniert den Kanal, betätigt die Glocke, dann seid ihr stets schnell informiert über neue Videos. Und ich sag mal, toi toi toi, schönes Wochenende und bei allen Tipps viel Erfolg. Haut rein, tschüss!